Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Heart and Soul Silver Heart and Hardcore Souling Challenge mit der Dori. Hallo! Ja, für Doris Zuschauer ist es gerade die zweite Ansage in einem Part. Weil. Ach, jetzt. Ja, gut. Ihr habt's ja noch bekommen. Scheiße! Wieso? Ölpool! Komponenten nicht austauschen! Whirlpool hält nicht ewig. Ja, aber es macht's ja immer wieder neu. Jetzt voll aufpassen. Ich bin jetzt ein bisschen obwohl, Seedraking ist besser als Magneton. Auch wenn Magneton Hagelalarm hat. Scheiße. Ja, Leute, bei Dori wird's gerade etwas kippisch. Und das hat schon wieder Whirlpool neu eingesetzt. Alter, pass ja auf. Ich hab keinen Bock, Deoxys zu verlieren. Hab ich doch richtig im Kopf, oder? Ja. Gut, ein Grund mehr, warum du aufpassen musst. Dann lässt es sich auch nicht. Und kriege auch immer so scheiß Pokémon, die sich nicht fangen lassen. Na gut, ich konnte tauschen. Shamey mit Grasflöte? Nope. Dumm. Ich muss gerade noch mal in Kesselberg rein, ich finde das Mirre so süß. Vor allem Meryl ist eines der seltensten Pokémon hier. Ist der weißt du das eigentlich? Ne. In Kesselberg konntest du damals Meryl nur sehr, sehr selten finden. Echt? Yep. Okay. Bitte funktioniert bei mir nie. Minimal enttäuscht. Warum? Ich hätte hier Poison kriegen können. Oh, geil. Also in dieser Samenform noch. Aber trotzdem. Ich hätte Poison kriegen können. Und Grasflöte funktioniert nicht. Hat es Munterkeit wahrscheinlich? Nee, geht einfach nur 1000 Mal daneben. Oder Insomnia. Darfst du auch nicht vergessen. Nee, geht einfach nur daneben. Es hat ja jetzt funktioniert. Ah, endlich. Das heißt aber jetzt trotzdem nicht, dass ich es fange. Sing doch einfach was. Nee, habe ich gerade nicht die Stimmung. Aber kann eine Frage, singen. Warum taucht auf jedes Mal ein Legendäres auf? Ja. Was haben die Legendären eigentlich alle mit mir? Es wird Pool, ey, das macht mich noch fertig hier. Wow, Mewtwo setzt aus, sein, obwohl ich noch nichts eingesetzt hab. Und ich habe auch keinen Bock, jetzt wegen Sagana bis wieder meine ganzen neuen Bälle zu verschwenden, weißt du? Oh, es bleibt drin. Da meckert man einmal am Bleiben, die mit einem Ball drin ist, klar. Ernsthaft? Ernsthaft. Puh! Warte kurz, ja doch. Also wir haben jetzt Dragon King und Saganabis. King und die Liste lässt sich langsam sehen. Ja. Oh, ich habe jetzt außerdem gesagt, ich will es ihm keinen Namen geben. Ja, egal, mache ich dann durch den Dukatia offscreen nach, ist jetzt nicht so schlimm. Genau, ich hatte ja wollte ja auch keinen Spitznamen gehabt. Heute okay. Wegen du bist ein dummer Fehler. Ja. Ich trage dir das immer noch nach.
Aber du, ein Schneebedeck. Mampfi ist viel zu langsam im Level gewesen. Er hat trotzdem gerne noch gehabt. So als Relaxo ist das schon nice, ne? Gut, wir sind beide doof. Zufrieden? Nein! Nein! Scheiße! Ey Leute, das ist nicht wahr, ne? Ich hab's jetzt gerade gefangen. Jetzt stürzt das scheiß Ding hier wieder ab. Und ich meine, ich hab nicht gespeichert. Mir fällt sowieso gerade ein Type-Claws. Bei Wasser-Pokémon. Genau. Oh. Warum hast du die früher, bevor ich hier 5 Minuten... Ist hier gerade erst aufgefallen. Ist mir gerade erst wieder eingefallen. Meine Fresse, ich hab okay, den Gedanken gehapert, ob das jetzt Drachentyp, Drachen als Pokémon als Primärtyp ist oder Wasser. Nee, Wasser. Also alle guten Dinge sind 3, Leute. Oh, Capoeira. Also warst du im Kesselberg, als bevor du gespeichert als noch gespeichert? Nee, aber kurz davor. Scheiße, keine Bälle. Egal. Also ich hab Bälle aber nicht gekauft jetzt, weil. Du weißt warum. Egal, Capoeira krieg ich irgendwie. Sag schon, meine Pokémon schlafen ja auch noch. Grasflöte, Grasflöte, Gras, Gras, Grasflöte. Ey, wir müssen wissen, was von meiner Grasflöte. Tut gut. Meinst du? Nein. Aber hey, ein Giefer kann ein guter Dieter sein mit Giftbruder, Stachelsporn und Schlafbruder. Ich guck so viel Soling Challenges von anderen. Kann sein. Oh, Capoeira, mach mir keine Schande jetzt. Was bringt Albtraum jetzt eigentlich? Weil es steht, leidet unter Albtraum, aber es passiert gar nichts. Müsste KP verlieren. Ich mir gerade mal so ein Pizzabrötchen rein, ich hab nämlich Hunger. Guten Appetit, guten Appetit. Danke. Ah, okay, zieht doch ein bisschen was ab, alles klar. Capoeira schon wieder aufgewacht. Was machst du eigentlich gerade? Langweilen. Ey, auch ein bisschen trainieren. Gut. Guter Plan. Aber ey, wir haben gute Pokémon gefangen bisher. Ja, geht so. Fang dieses scheiß Capoeira bitte. Bin dabei. Hoffentlich. Ich hätte auf der Route, wo ich Ariana gefangen habe, auch einen Ariados kriegen können. Okay. Ist okay. Ist jetzt nicht so schlimm, dass ich keinen Ariados bekommen habe. Ja, finde ich auch. Das bleibt nicht drin, obwohl du schläfst. Capoeira sind schwer zu fangen. Ja, und jetzt ist schon wieder aufgewacht. Aber ich meine, du ziehst den KP ab. Ohne anzugreifen.
Ja, ich verschwende nur meine ganze Grasflöte. Ist auch zwischendurch Wachstum ein. Hey, das verschwendet Zeit, um Pokéball zu werfen? Pokéball werfen verschwendet Pokéball, wenn du Pech hast. Das sowieso. Nee, wird ja wohl kaum der Gegner so schlau sein, mal das Pokémon zu wechseln, deswegen werde ich Giftspitzen jetzt nicht lernen. Ich glaube auch. Oder? Nee. Giftspitzen brauche ich eh nicht. Bleib doch im Ball, du... Ach doch. Also ich komme langsam mit dem Training hinterher. Da wegen jetzt etwas. Thaddeus ist schon Level 15. Level doch schneller als ich erwartet hatte. Jamie, du musst mal raus hier, sonst ist das Capoeira gleich tot. Alter, macht doch gerade ziemlich viel Schaden. Es geht. Jetzt verprügel ich Ariana, männlich, gerade mit meinem Tentoxa. Okay. Macht Spaß. Ich hab's endlich gefangen. Halleluja. Dann würde ich sagen, wir müssen Team Pokémon Center wieder. Denke auch. Und kauf Bälle bitte. Ja, mache ich jetzt sofort. Wir haben noch zwei Orte vor uns, wo wir Pokémon fangen können. Mach mal kurz ein Safe State, nicht dass es wieder abstürzt, wenn ich die Höhle verlasse. So, Spitznamen geben, ja. Du bist männlich, Fighter? Nee, es ist ja männlich, schade. Das hätte ich jetzt Kaugummi genannt, weil Kaugummi heißt ja dreh dich. Genau. Eigentlich trotzdem Kaugummi, ist mir egal. Kaugummi, Kaugummi. Was war das? Ich spiele nicht mit. Ich spiele nicht mit. Nein. Was? Ja. Alles okay? Alles gut. Was war das im Hintergrund? Meine Mutter. Ach so. Ach so. Letztens dein Vater, heute deine Mutter, okay. Dragon King und Kagome, nettes Team. Altobus. So, dann muss ich Sagana bis hier kurz streichen. Ich guck mir gerade mal so lange mein Cedar King an. Ja gut, Rauchwolke, Silberblick, Aquaknarre, Energiefokus. Und das dritte Pokémon in meinem Team mit Wankelmut. Warum hast du denn da einen Wankelmut? Bei mir auch gerade. Abholungsrolle. Frühlingsrolle? Hm? Ich bin gut. Ja, nee, ist klar. Ich habe ein recht interessantes Team. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Wie sieht's bei dir aus? Ja, so im Großen und Ganzen. Leute, wir gehen nochmal durch. Tentoxa, Level 15 mit Neutraltorso, Giftstachel, Superschall, Abklärung und Säure. Spezialangriff hoch, Spezialverteidigung runterwesen. Spezialverteidigung ist trotzdem höher als Spezialangriff.
Roselia, neutrales Wesen, 57 Spezialangriff. Meine Fresse. Das war dran. Entei, Wankelmut. Entrons-Fähigkeit bringt mir überhaupt nichts. Warum? Minus. Woran siehst du das immer? Fähigkeiten, steht unter Fähigkeiten. Minus bringt mir überhaupt nichts. Steigert Spezialangriff, wenn ein Pokémon Plus hat. Okay. Also das ist das, was Plus und Minus haben, ne? Genau. Schilderus mit Synchro und ja, Hydration mit bei Crazy Steve. Ich verkaufe mal gerade ein paar TMs. Krieg wieder cool und kann mir neue Bälle kaufen. Ja, ich behalte meine TMs noch, weil es teilweise gute dabei sind. Blubstrahl kann ich eh nicht verwenden. Und hat eh nur 20 Stärke, also bringt's nix. Okay. Kann ich genauso gut Blubber bringen. Könnte sogar mehr Schaden machen. Nein, ich glaube nicht. Pilzspure weg. Sonntag ebenfalls weg. Blubstrahl weg und ich kann dir neue Bälle kaufen. Ich jetzt mal meine TMs vor und du sagst mir, was du verkaufen würdest, ja? Okay. Holzi? Erstmal weiter. Ladestrahl? Weiter. Bietenranke? Würde ich schon mal verkaufen. Das bringt sogar viel Geld. 2750. Nicht schlecht. Okay. Zeitenlärm? Ey, ich hab Raumschlag, du hast Zeitenlärm. Wird eh kein Pokémon lernen können, also würde ich verkaufen. Eins? Ja. 1000. Okay, Ziehstrahl behalten. Knochenharz? Verkauf lieber. Ich glaube, ich behalte erstmal noch. Mal gucken, was noch kommt. Okay, dann lass mich das erstmal so. Dann kaufe ich noch ein paar Bälle jetzt. Ich habe jetzt wieder ein bisschen aufgestockt. Meine Bälle. Das war ja genug. Ich habe 5 Superbälle verschwendet inzwischen wieder. Wow, 5. Da liegt's. Ich guck mal gerade auf die Zeit. Ja, ist jetzt schon wieder rum. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein paar im Anschluss, wo wir den Turm betreten. Ja, würde ich auch sagen. Und dann schon wieder 8 Uhr. Links von Teak City und dann haben wir nochmal 2 neue Encounter. Ja. Okay, Leute, das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.